So, ich mache jetzt so einen Rundgang. Ja, hier ist mein Bett. Rote. Ja. Und dort ist halt die Lia. Und dort ist halt die Lia in der Tragetasche, die Süße, ne? So. Teddy. Das ist die Katze. Und ja, ihre Sachen. Hier ist ein Hannah Montana-Beutel. Und mein Hocker steht hier. Und an so eine Kiste. Meine Lampe. Eine Kiste. Hier liegt eine Tüte. Ja, das ist meine Gitarre. Dann liegt dort mein Teppich. Den habe ich ja von dort mal weggemacht. Meine Schränke stehen da einfach. Und ja, dann hier in der Ecke. Dann steht dort eine Kiste. Dann ist da die Sally, das Sofa. Meine Sachen. Die süße Butter, die da auf dem Bett liegt. Irgendwie. Geht oder so? Sieht das aus? Hier muss ich mein Sofa. So, gucken wir doch mal im Zimmer rein. Also, erstens, wenn man reinkommt, dann ist es so. Ja, also und dann ist hier so mein Teppich. Und meine Kommode. Ja. Ja, da liegen noch die Kuscheltiere. Und hier ist die Tamara drin. Die süßen Hauschale. Immer noch diesen Trampolin. Der ist auch total süß halt. Und dort ist die Sally, die sitzt dort. Die hat so einen Strampler an und so eine Jacke. Und dann hat sie noch ihren Body an. Ja, dort oben steht halt mein Hochbett. Und jetzt die Leiter. Ja, cool. Ja, hier steht halt meine Kommode. Mein Kalender von 2015. Dann habe ich einfach immer noch dran, den habe ich noch nicht abgemacht. So. Aber der ist einfach schön. Hier ist die kleine Lotta. So. Hier ist ihr Schnulli. Sieht so süß aus. So sieht er aus. Er ist an so einem Band an ihrem Body befestigt. Also das war schon so, als ich sie gekauft habe. Ja, ich kann ja mal ein extra Video über sie machen, wie ich sie gekriegt habe. Und so. Sie ist echt süß mit den Augen. Also finde ich schon so realistisch. Also es ist einfach so, so wie andere halt sagen, sie können sie ihre anderen Puppen nicht abgeben oder so. Auch wenn es, ich meine, jetzt kein Rüben-Baby ist, können sie es auch nicht abgeben, weil sie so dran hängen und halt so mögen. Und ich habe halt auch die Wasser und so. Die mag ich halt auch total. Zum Beispiel der Lena Dolls, die hat ja nicht nur Reborns, sie hat auch normale Puppen. Ja, so zum Beispiel. Ja, oh, süß. Habe ich so ein Kissen gefunden. Oh, guck mal, dieses süße Muster. Dem Baby in der Schale. Und so weiß. Von Kindertraum. Oh Mann, es ist so süß, ne? Oh, das habe ich wirklich gefunden. Mein Zimmerlappen. Also, ich denke, weil wegen einem Grund hat es meine Mama gefunden. Aber das werde ich dann noch später sagen. So. Also das hat bestimmt meine Mama gefunden und einfach in mein Zimmer gelegt hat. Ja. Aber das ist voll süß. Also früher darfst du nicht da. Oh, die ist gerade im Body. Im eigentlichen Body. Ich weiß, sie hatte vorher einen anderen Body an. So wie als T-Shirt oder so. Aber
Das ist ja eigentlich, aber den will ich eben nicht so gerne ausziehen, weil das ist nicht wirklich ganz nervig. Und der ist halt ihr Schutz, sag ich mal. Also ich will, dass sie den anhat, weil der ist halt wirklich für sie gemacht halt. Der war halt schon dabei und ich will auch nicht, dass er verloren geht oder sowas. Und hat sie einfach an, das gehört einfach zu ihr und so. Wenn sie ohne den Body wäre, finde ich dann irgendwie doof. Aber die mag ich sehr. So, da habe ich sie mal das Kissen hingelegt. Ja, dort sitzt die Sally mit ihren offenen Haaren da auf dem Kissen. Und sie hat halt ihren Strampler an. Hier gehört zum Strampler. Und hat ihre Jacke noch an ihren Body, weil ich ihn ja nicht ausziehen wollte. Das ist noch, das hat sie noch an, wo ich bei meiner Freundin war. Das hat sie nämlich ausgeliehen bekommen. Also ich habe es ausgeliehen bekommen. Ja. So, und hier steht schon eine Kiste. Darauf habe ich einfach die Decken und das Kissen drauf gemacht. Weil das war ja vorhin das Bettzeug. Weil das war vorher das Bettzeug, was, wo das ausgeklappt war, war es ja als Bettzeug benutzt worden. Und da habe ich es einfach dahin verstaut. Dann ist dort mein Schreibtisch. Und das hat noch Sallys Kindergartenrucksack. Der steht momentan dort. Und da ist diese Tasche. Da sind auch noch Babysachen drin, aber das habe ich ja in meinem Video mal gezeigt. Babysachenbox. Und so.